So, Manuel Stahl, richtig? Zur Vollständigkeit Manuel Wolfgang Maria Stahl, aber ja, das bin ich. So, hier steht, Sie sind 20 Jahre alt, ledig und besuchen zurzeit noch das Goethe-Gymnasium. Ist auch vermerkt, dass ich die Theater-AG leite. Schön für Sie, aber nein, dazu steht hier leider keine Information. So, falls Sie jetzt keine Fragen mehr haben, würden wir jetzt mit dem Verhör beginnen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich habe keine Fragen mehr. Sie werden also beschuldigt gestern wegen ca. 1.22 Uhr in Ihrem Hausfriedensbruch und einen schweren Raub in der Rostocker Brauerei begangen zu haben. Herr Stahl? Herr Stahl, sind Sie noch da? Ja. Was bitte? Haben Sie sich denn dabei gedacht, einfach in die Brauerei einzubrechen und eine derart große Menge an Bier zu stehlen? Wir wollen also wissen, was wir uns dabei gedacht haben, ja? Seine Diebereien waren zu offenbar. Sein Mausern war ein ungeschickter Sänger. Wie konnte ich nur in ein solch dunkles Milieu absinken? Oh, du flüssiges Gold mit deinem herb bitteren Geschmack. So rein und klar. Oh, du Naturgewalt. Herr Stahl, Ihnen ist schon klar, dass es sich hierbei nicht um eine kleine Ordnungswidrigkeit handelt. Bitte begnadigt mich. Sie können das doch verstehen. Wir hatten solchen Durst. Setzen Sie sich wieder hin. Ich habe genug von Ihrem geschwollenen Gerede. Okay, Herr Stahl. Das Theater mit Ihnen reicht mir jetzt. Das wird definitiv noch Konsequenzen für Sie haben. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind?